Bisher konnten Anicia und Hugo immer wieder, wenn auch knapp, vor den feindlichen Soldaten flüchten. Doch nun ist es diesen gelungen, die beiden Geschwister gefangen zu nehmen. Können sich die beiden aus dieser misslichen Lage befreien? Viel Spaß mit A Black Tale, die Serie, Folge 4. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Hey, Kleine, aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Roon. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Ihr, Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Die Flaschen da? Nein, dann versperrt er uns den Weg. Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur scherzen. Seltsam. Hugo ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Kommt, Männer. Zurück an die Arbeit. Sie überleben keine zwei Tage. Los! Sicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Da, der Topf! Guyen gehört endlich wieder zu England! Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um. Guyen gehört jetzt den Jetzt, nach links! Sei vorsichtig, du kennst die Befehle. Alles in Ordnung hier. Sehr gut. Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois, der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roon. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Wärst du so freundlich? Hm.
Gut gemacht. Dann weiter. Ich komme schon. Leise. Melly, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Hey, Kleiner! Für dich wohl ein hübsches. Mein Bruder! Sieht ganz so aus. Schnell! Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Die behalten wir für uns, oder, Jungs? Miese Dreckskerle. Nein, beruhige nein, dich. Nicht. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Hey, die meisten hier gehen die vor Kleine, die Hunde. Die Kleine! Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Zum Glück sind sie beschäftigt. Melly, das Schloss. Kinderspiel. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Ich sehe nichts. Na los, sie kann doch nicht einfach weg sein. Bist du dir sicher? Absolut, ich bin's leid, wegzulaufen. Vielleicht ist sie noch bei den Käfigen. Nein. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, drängen Sie zurück! Sie kommen! Die Inquisition? Was zum Teufel habt ihr getan? Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Los, lasst uns abhauen! Vorwärts! Ich dulde keinen. Hier geht's raus, schnell! Weiterlaufen, Hugo! Folge Melly! Amicia! Die kriegen dich hör nicht! Hör auf, wegzulaufen! Schnell, Amicia! Gib uns ich Hugo! Ich komme ja! Sie kommen hoch! Uns läuft auf. Die Zeit davon! Hey, schnell! Der Schloss! Scheiße! Alles klar! Weiter! Hörst du das? Was
zum Teufel ist das? Links, ein Bogenschütze. Jetzt sag nicht, runter. Die Franzosen schlagen. Ratten. Na, hier. Die Luke da, das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist eine Kette. Melly! Komm schon, komm schon. Die Tür auf. Vorwärts! Sie haben die Tür geöffnet. Sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch irgendwo verstecken. Haltet den Mund! Lasst uns in Frieden! Amicia, komm schnell! Da! Dort drüben! Schnappt sie! Amicia? Arthur! Das war Arthur! Beeilen wir uns! Hier drüben! Los! Los! Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Hey, eine Mühle! Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow! Ist er immer so? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Er ist da in der Mühle gewesen. Hey, langsam! Verschlossen. Ich mach das. Ist offen. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Wir können hier durch. Na los! Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das Aquädukt. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Hier haben also Leute gelebt? Ja, aber sie sind fort. Wohin sind sie denn? Woanders hin. So wie wir. Ja, oh. So wie wir. Kennst du die vielleicht? Weißt du, glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Amicia. Hugo, was ist denn? Komm her. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine.
sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich hab solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch, sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Siehst du was? Nein, nichts! Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Devorantis! Was? Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Ziel auf den Helm. Ein Stein an den Kopf. Los! Das geschieht ihm recht. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Aber hier sind überall Spuren. Ihr wimmelt es von Wildschweinen. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen. Wartet hier. Gut, mach schnell. Und tötet die anderen. Sofort! Sie suchen immer noch nach mir. Sind fast da. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Da nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Na los, weiter. Was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig. Da ist Lukas. Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten.
Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Bastion der Inquisition. Amicia, hast du noch was von dem Devorantis? Ja, dann los, schieß ihm den Helm vom Kopf. Schaffen es Anicia, Hugo und Melly, Lukas aus den Fängen der Soldaten zu befreien? Und was ist mit Mellys Bruder geschehen, der so eine große Hilfe auf der Flucht war? Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Lasst bei Gefallen auch gerne ein Abo und ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Otto Normalo.